Alter. Was steckt das Vieh denn ein? Meine Fresse. Wieso krieg ich die ganze Scheiße von Aggro ab? Meine Fresse. Der andere haut dir auf die Mütze. Müsste der doch Aggro haben. Jetzt hat er Aggro, oder? Ja, jetzt hat er Aggro. Okay. Alter. Oh Gott. Scheiße. Steht der wieder auf? Ja, er steht wieder auf. Oh fuck, nicht gut. Da ist das Vieh. Wie du willst. Ach, fuck. Ah, diese blöde Fliege, ne? Mehr Ausdauer. Nein, nein, geh weg. Ach, Mann. Gott, einzeln verscheiß wie, weißt du? Und dann gibt der 125 EP nur. Willst mich verarschen? Okay, F8. Ich würde sagen, dahin, vorerst. Alter. Wir gehen mal zum Bergsee, mal sehen, was wir da ausrichten können. Außer zu sterben. Ich will nur noch ein Level ab. So viel kann das doch nicht verlangt sein, oder? Hoffe ich. Vielleicht noch so 200 Erfahrungspunkte oder so. Konvertata war, ja. Macht's auch nicht besser. Mann, du Scheißflieg! Das gibt's doch nicht. Oh, nach der Aufnahme muss ich erstmal dieses Mistvieh hier kalt machen. Das gibt's nicht. Die blöden Viecher, ne? Ein Reißhang.
So. Da drüben. Ach. Wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Nicht ich, der andere, der hat geschossen. Au. Noch wieder sind C's Mistviele. Ah! So eine Scheiße aber auch. Das hat echt schon Dark Souls Charakter. Das ist zum Kotzen. Boah. Nee, komm, das wird nix. Sandy Pines ist auch zu doll. Konverter Edan, mal gucken. Kann doch nicht so viel verlangt sein, jetzt ist mal nicht im Bogen. So ein, zwei Viecher umzulatzen. Und noch ein Level abzubekommen vorerst. Das wird doch wohl drin sein. Meine Güte. Da ist ein Hühnchen. Moin. Scheiße mit der Ausdauer. Es ist einfach viel zu wenig. Da bringt das Ding nur 10 Erfahrungspunkte, ne? Ah. Ich würde ja liebend gerne... Riskier das jetzt einfach mal. Wir laufen mal durch. Ich würde ja liebend gerne mal Ignadon sehen. Wenn wir da überhaupt reinkommen. Mit Kollege Schnürschuh hier im Schlepptau könnte das mitunter funktionieren. Da ist nochmal ein Konverter. So ein Auto wäre geil. So. Ich habe Sand im Stiefel. Und? Bloß eine Feststellung. Aha. Dann würde ich sagen, wir gehen mal Richtung Tawagebirge, um diesen Teleportpunkt mitzunehmen. Mal sehen, wie weit wir kommen. Was zum... Was schreit da? Oh, eine Ratte. Warum hab ich auch wieder direkt Aggro? Das ist so zum Kotzen. Alter. Die teilen was aus, ne? Aua. Das ist eine fucking Ratte. 10 EP. Yo. Hat sich voll gelohnt. Aber sowas von... Speichern. Der Teleporter, der Konverter von da war, der hat. Müssen wir woanders lang. Jo, die Richtung ist besser. Wenn wir dahin wollen. Also, wollen. Irgendwie schon. Moment. Hier ist noch ein Lager. Ich hoffe mal, der war freundlich gesonnen, der Kollege. Trevor, ich glaube ja. Ganz schön abgelegen hier. Ja und? Ich warne dich. Wenn mir hier draußen einer begegnet, dessen Gesicht ich nicht kenne, schrillen die Alarmglocken.
Aha. Darum muss ich dich enttäuschen, falls du denkst, dass ich mein Zeug mit dir teile. Alles, was ich hier aufgabel, geht an den Müllbaron. Und der reißt mir den Arsch auf, wenn ich sein Eigentum verhökere. Ich bin nicht hier, um zu handeln. Ich bin nicht hier, um zu handeln. Und was willst du dann hier? Das wird sich zeigen. Ich bin nur auf der Durchreise. Was erzählt man sich über den Müllbaron? Er ist verrückt, kaltblütig und absolut nachtragend. Unter den Schrottsammlern ist er außerdem mindestens genauso bekannt wie der Duke. Du kannst dir somit zusammenreimen, dass er einer der großen Tiere im Fort ist. Stehst du ihm loyal gegenüber? Loyal? Hör mal, das hier ist das Ödland. Hier ist niemand loyal. Ich fürchte ihn. Und bin damit immer gut gefahren. Was er sagt, mache ich. Dann krieg ich meinen Anteil und er seine Ware. Aber wenn wir schon ins Quatschen kommen, darf ich dich mal was fragen? Was willst du wissen? Also, das Ödland hier. Ach, was rede ich? Der ganze scheiß Planet hier. Hast du dich nie gefragt, wie es vorher hier ausgesehen haben muss? Ich meine, klar, wir hausen in den Ruinen der alten Welt und nutzen ihren Schrott als unseren Rohstoff. Aber ich frage mich, wie war das Leben seinerzeit? Herrschte dort auch immer Krieg? Naja, kommt auf die Zeiten wahrscheinlich drauf an. Bis vor kurzem war es mir unmöglich, solche Gedanken zu haben. Muss ich das verstehen? Nein, ich verstehe sie ja nicht einmal selbst. Jetzt bringst du mich ganz aus dem Konzept. Aber zurück zum Thema. Jeder hier im Ödland weiß, was ein Auto ist. Aber keiner von uns hat je eins fahren sehen. Weißt du, wie ein Auto fährt oder wie man eins baut? Ich träume schon so lange davon. Ich kann dir höchstens etwas über Gleiter erzählen. Gleiter? Nur die Alps besitzen welche. Du bist doch nicht etwa... Nein, du siehst etwas anders aus. Aber ich merke gerade, ich habe deine Zeit schon viel zu sehr beansprucht. Warum bist du noch gleich hier? Sieht so aus, als wärst du hier auf dich allein gestellt. Ja, schuld daran ist das käufliche Pack, das man mir zur Seite gestellt hat. Sie hätten längst wieder hier sein sollen. Aber bei uns Outlaws gibt es ein Sprichwort. Eine Abmachung gilt nur, solange einer der Verhandlungspartner keine Munition mehr hat. Und das heißt? Dass diese Arschgeigen kein Interesse mehr daran haben, für mich zu arbeiten. Als ich das letzte Mal meine Ware verlangt habe, haben sie mir ins Gesicht gespuckt und gemeint, ich soll mich verziehen. Gut möglich, dass sie mir bald jemanden auf den Hals setzen. Denen macht es bestimmt nichts aus, wenn ich verrecke. Und jetzt grübel ich schon seit Tagen, wie ich sie wieder an die Leine kriege. Meine Zeit läuft so langsam ab. Tja, Outlaws ist also... Falsch, die ist abgelaufen. Warum lässt du dir das gefallen? Das ist eine gute Frage. Warum lässt du dir das gefallen? Es sind nur ein paar verlauste Schrottsammler. Da gehe ich sicher nicht auf die Knie und bettel. Und alleine prügel ich mich nicht mit der Bande. Darum habe ich mir mit meinem Rückzug etwas Zeit erkauft. Klingt für mich, als hättest du rein gar nichts getan. Na schön. Ich hätte Hilfe aus dem Fort holen können. Aber das habe ich nicht. Jetzt ist es zu spät und ich muss handeln, bevor mein Versagen die Runde macht. Wie ich schon sagte, die Zeit läuft. Ich kann dir helfen. Auch wenn man die Hand nicht abschlagen sollte, die einem gereicht wird, bin ich mir bei dir nicht sicher. Es gibt genügend Kerle, die eine Party sprengen, bevor die Feier richtig losgeht. Und das Sprengen meine ich wörtlich. Warum aber willst du mir überhaupt helfen? Weil ich nicht mit ansehen will, wie man Hundefutter aus dir macht. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Auch wenn ich an deinem Mitgefühl noch immer meine Zweifel habe, weiß ich dein Angebot zu schätzen. Das, was mir fehlt, ist deine Idee. Wenn dir eine in den Sinn kommt, gib mir Bescheid. Ich kriege deine Männer dazu, wieder für dich zu arbeiten. Dann lass mal hören, wie du das anstellen willst. Ich stelle sie vor die Wahl. Entweder tun sie es freiwillig, oder ich zwinge sie. Na schön. Aber lass dein Eisen stecken. Tot nützen sie mir nichts.
Fantastisch. Oh, Backe. Wie sieht's eigentlich mit unserer Kälte aus? Neutral. Das ist mit dem Erfahrungsbalken, ne? Das ist echt so ein Ding, das müssten sie wirklich noch überarbeiten. Was ist das eigentlich für ein Mist hier? Platsch. Wir wollen dahin, genau, Tavargebirge. Oh, das war vielleicht nicht so eine gute Idee. Wir gucken mal, dass wir da so halbwegs gut durchkommen. Zum nächsten Speicherpunkt. Ich meine, wir können die Quests annehmen. Es ist nicht so, dass ein Timer runterläuft. Jedenfalls wüsste ich nicht das. Wäre scheiße, wenn, aber gut. Wir müssen noch weiter nach da. Ich höre was. Oh fuck. Da drüben. Ach, wirklich. Du sagst was. Au! Au! Ah, fuck. Ganz schön gasig, die Kackviecher. Mehr. Also, meine Fresse. Für so ein Billow-Vieh ganz schön zäh. Wir brauchen definitiv mehr Aua Aua und so. Also, austeiltechnisch. Sollte sich aber mit dem nächsten Level-Up auf jeden Fall machen lassen. Hier ist wahrscheinlich der Meteor mit dem Alex reingeballert. Oder was ist das hier? Es sieht jedenfalls so aus. Oder einer der Meteore. Hm. Interessant. Auf der anderen Seite von dem Gebirge ist das, ne? Du Scheiße. Wenn der uns in Ruhe lässt oder wir vor ihm weglaufen können, wahrscheinlich letzteres, dann sollte sich das machen lassen. Mal gucken, ob wir hier hochkommen. Unbeschadet. Jetzt hoffen wir mal, dass hier nicht irgendwas ist, was uns auf die Fresse gibt. So viel dazu. Aua. Aua. Gott. Also eins muss ich sagen, auch wenn es eine Weile braucht, bis man reinkommt. Ihr merkt das ja, dass es mit dem Kämpfen besser klappt nach einer gewissen Zeit. Macht das Kampfsystem, abgesehen von, ich sag mal, mangels Erfahrung, hätte ich was gesagt, mangels etwas Ausdauer, ziemlich viel Laune, weil man ein bisschen überlegen muss. Ich bin immer noch geneigt, immer mal einfach mal auf Angreifen zu hemmen, obwohl ich keine Ausdauer mehr zu habe. Es erinnert mich ziemlich an Witcher, an den ersten Teil mitunter. Wenn man da auch nicht sinnlos drauf rumdreschen musste. Einst lebten hier zivilisierte Menschen. Reizvoller Gedanke. Frage, sind die jetzt friendly hier oder hauen die zu? Schrottsammler. Ah.
Lucky Sam. Okay. Mit weiteren, ich sag mal, NPCs unterhalten wir uns dann später. Guck mal, ob wir hier rüberkommen. Sinnvollerweise. So, peu à peu. Bestimmt hocharbeiten. So Stück für Stück. Ich speichere nochmal.